Tja, die Hess AG hat also die Anleger geschockt. Es steht der Vorwurf der Bilanzmanipulation im Raum und darüber spreche ich jetzt mit Alexander Langhorst, Geschäftsführer bei GST Research. Herr Langhorst, die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt eingeschaltet, die Ermittlungen aufgenommen, zwei Vorstände mussten schon gehen. Sind jetzt schon alle Details tatsächlich an der Oberfläche oder kommt da noch einiges? Ja, das ist eben das große Thema. Offensichtlich scheint man es ja jetzt Anfang der Woche, Sie hatten es einleitend ja ausgeführt, die beiden Vorstände nach Hause geschickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt gerade mit den Ermittlungen begonnen. Das heißt also, die müssen jetzt auch erstmal die Unterlagen sichten, die man angefordert hat. Und offensichtlich ist ja auch intern mit der Bestellung des neuen Vorstandes, der dort am Montagabend dann bestellt wurde, der kümmert sich ja auch intern um die Aufarbeitung. Ich denke, wir werden da jetzt eben doch das Phänomen haben, dass wir jetzt noch einige Wochen warten müssen, bis dann nochmal sowohl die internen als aber auch eben die externen Untersuchungen da etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, insbesondere dann unter dem Aspekt, um welche Größenordnungen es sich hier handelt. Da ist ja, sagen wir mal, durchaus bei der Meldungslage sind da ja größere oder auch kleinere Dimensionen denkbar. Es ist ja bisher noch keine, wie auch immer, geartete Bezifferung des möglicherweise betroffenen Volumens genannt worden. Und da, denke ich, müssen wir noch eine Weile abwarten. Und das sollte dann eben auch der Anleger besser von der Seite abwarten und da jetzt noch nicht sich engagieren, auch wenn es natürlich immer verlockend erscheint, wenn eine Aktie so massiv zurückgekommen ist. Aber ich denke, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch weitere Meldungen zu dem Thema bekommen. Was würden Sie sagen, wie lange muss man abwarten, wie stark sollte die Aktie zurückkommen, bis man doch wieder einsteigt? Ja, also ich würde also im Moment sagen, solange nicht wirklich klar ist, um welche Größenordnungen sich es hier dreht bei den ja im Raume stehenden Vorwürfen, solange würde ich als Investor da doch an der Seite stehen bleiben. Zum einen kann man ja eben noch nicht überblicken, um welche Größenordnung es geht, was das sozusagen dann auf der bilanziellen Seite bedeutet. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich eben auch der, durch diese Unruhe, die jetzt durch dieses ganze Thema reinkommt, ist natürlich auch abzuwarten, inwiefern das gegebenenfalls auch auf operative Geschäft sich negativ auswirkt, weil möglicherweise Kunden und Lieferanten verunsichert werden. Und vor dem Hintergrund würde ich aus Anlegersicht sagen, sollte man da jetzt wirklich erstmal 2-3 Monate das aus der Ferne weiter beobachten, was sich dort alles ergibt, was nochmal an erhellenden Erkenntnissen kommt und vor allen Dingen auch mal schauen, ob es jetzt dem neuen Vorstand gelingt, da insoweit wieder Ruhe reinzubringen, dass man sich jetzt wieder aufs operative Geschäft konzentrieren kann und dass man eben nicht vor dem Problem steht, dass dann durch diese Unruhe, die da jetzt aufgekommen ist, dann vielleicht auch noch Kunden und Lieferanten abspringen. Also nicht direkt zukaufen, sondern erst einmal abwarten, sagt Alexander Langhorst. Danke für Ihre Einschätzung. Bitte, wiederhören.